Video auf diesem Kanal. Wow! Das ist eine neue Map, Alter. Das ist eine Metropole. Eine Metropole. Oh, scheiße, Digga. Ihr habt uns fleißig Fragen gestellt in den Kommentaren. Diese werden wir jetzt in diesem Video beantworten. Bevor wir das tun, es gab einen neuen Nintendo Direct. Ja. Richtig. Ja. Und die war ziemlich gut. Was hältst du von der neuen Nintendo Direct? It's a perfect. Ja, sie war halt scheiße wie immer, ne? Ja. Komplette Enttäuschung. Man kann halt gar nichts erwarten außer ein Remake. Nein. Was? Nein. Das kann nicht wahr sein. Was? Lasst mal ein Like dafür da, dass Nintendo mehr Spiele raushauen soll. Ne? True. Aber das Mario Paper, ja, das sah so ziemlich schneak aus. Ja. Das Mario Paper? Ich finde eigentlich alles, jedes Mario Paper sieht gleich aus, Digga. Das ist einfach alles das gleiche. Seine Spiel sieht aus wie Papier, das andere Spiel sieht aus wie Papier. Ganz einfach, Leute. Und jetzt reden wir mal über ein richtiges Spiel. Final Fantasy VII Rebirth. Leute, oh mein Gott, es sieht so krank aus. Also jetzt mal ehrlich. Also wir legen jetzt mal die feuchten Fakten auf den Tisch hier. Und ganz ehrlich, das Game sieht absolut, es ist einfach so, es sieht aus Game of the Year. Habt ihr das gehört? Es ist noch nicht mal draußen und es ist schon Game of the Year 2023. Game of the Versteht Year. Versteht ihr das? Schau, das Ding ist, Leute geben sich ja mit Scheiße zufrieden, also wird es wahrscheinlich. Also wird es Final Fantasy VII Rebirth nächstes Jahr? Ja, nein. Game of the Year. Ja, genau, nein. So wie es gerade erklärt hat, so ist es richtig. Das, also Leute, jetzt mal ehrlich, ja? Nein, also jetzt mal ehrlich, Rebirth sieht echt unglaublich nice aus. Also, und das wird natürlich Let's Played, Alter. 100% des, Sprachen lernen. 100% Let's Play. 100%. Dann hat sie die Schlagsahne genommen, ne? Dann. Oh, es geht doch schon wieder los. Es geht schon wieder los. Ja, na dann, Leute. Domtendo hat uns einen Strike verpasst, Leute. Hat uns gestrikt. Er hat gesagt, wenn wir das Video nicht runternehmen, also das Beef mit Domtendo Video, dann sieht er sich gezwungen, rechtliche Schritte einzuleiten. Ich möchte eine Anzeige erstatten. Aber zum Glück haben wir schon einen Plan B, Leute. Weil wir werden mit einer Diss-Track gegen Domtendo antworten. Bei 500 Likes. Bei 500 kommt der Likes. Diss-Track. Kommt der Diss-Track. Ja, also jetzt könnten wir langsam anfangen mit der mit dem FAQ. Und zwar fragt uns ApoRed, wie sind wir finanziell frei geworden? Das ist eine ganz gute Frage. Fangen wir mal an. Als erstes natürlich YouTube, ne? Man sieht es bei den ganzen Klicks, die wir besitzen, dass das schon eine Menge ist. Wie also, ne, bei so einem guten Kanal ist es logisch, dass da sehr viele Klicks anfallen. Und unser CPM, der liegt im 30er-Bereich. Also da träumt selbst Montana Black davon. Ah, guck mal da, Digga. Aber wir wollen ja nicht nur das machen. Wir möchten uns noch weiter unabhängig machen. Dann ging es ab. Wir haben das Game abgesteppt und haben mit Bowser, ja, Bowser himself, der ist ja so ein Aktientrader und so, der ist so ein Mogul, ne, in der Branche, in der Aktienbranche unterwegs, dass wir mit ihm Geschäfte gemacht haben, ne. Investier mal für uns und dann mach uns reich, ne, Hälfte. Wir wissen ja, du machst so viel Gewinn, das ist halt schon läppisch schon. Und so wurden wir dann quasi zu Milliardären. Also wir haben so viel Geld, wir wissen gar nicht, wohin damit, Leute, also. Genau, und deswegen finanzieren wir auch ApoRed. Also ApoRed wird von uns finanziert, er hat seine Penthouse-Wohnung, nicht nur eine, der hat er alle von uns, die haben wir ihn alle geschenkt. Und seine ganzen 8 Wagen, die er besitzt, die hat er alle, können wir bestätigen. Ist halt natürlich private, wo alles ist, ne? Wir wollen hier nicht irgendwas offenlegen, was halt den jungen Mann hier irgendwie unangenehm werden könnte. Aber so viel können wir sagen, es ist alles eigentlich im Besitz von Fresh Weekend. Und das werde ich jetzt beweisen, du perfekter Lügner. Also, die nächste Frage ist von unserem guten Freund und Partner, Montana Black, und zwar... Spontane Grüße an Montana Black, by the way. Spontane Grüße, ja. Und zwar, wann testet ihr endlich Gönnergy? Ja, das ist eine gute Frage, ne? Wenn du erst einmal Gönnergy nach Österreich bringst, wäre mal eine Überlegung wert. Wir möchten nicht extra von einer Location, die nicht in Deutschland ist, nach Deutschland zu fahren. Verstehst? Genau. Aber wenn du willst, können wir Gönnergy gerne mal probieren. Einen kleinen Push für deinen Energy Drink können wir dir geben. Das ist kein Problem. Unter Kollegen macht man das so. Und wenn du das willst, schreib uns einfach. Haben wir noch irgendwelche Fragen? Bis wir dann zu der spannenden Frage kommen. Okay, Leute, PewDiePie fragt uns, was ist das Erfolgsrezept für so einen erfolgreichen und gesunden YouTube-Kanal? Das Erfolgsrezept ist einfach aufs Geld aus sein, Leute. Nicht um die Community scheren oder sonst etwas. Einfach Money ist das Ziel. Und natürlich, Gewinnspiele. Nehmt an der Stelle, gibt es ein Gewinnspiel, und zwar ein persönliches Treffen, Meet and Greet mit Domtendo. In unserem Namen, macht ein Meet and Greet mit euch, in seinem Lamborghini, den wir ihm gekauft haben.
Auf jeden Fall kommen wir zur letzten Frage. Domtendo schreibt, wann lässt ihr mich endlich aus dem Keller raus? Ja, das ist eine gute Frage, Domtendo. Ne? Eine berechtigte Frage. Eine berechtigte Frage. Und die Antwort lautet, wenn du mal wieder gute Videos machst. Richtig. Am besten ein Kollabo mit uns, obwohl wir das nicht nötig haben. Wir machen das nur zur Liebe zu dir. So einfach ist das. Um dich ein bisschen zu pushen. Und dann überlegen wir uns, ob wir dich freilassen. Ich hoffe. Lass ein Like und ein Abo da. Yo! Alles nur Spaß. Das. Nee, das ist kein Spaß. Das ist kein Spaß. Das ist komplett du ernst. Du kommst niemals aus unserem Keller raus. Richtig. Abonniert den Kanal. Ja. Abonniert den Kanal. Ja, ja, das macht Spaß. Lass ein Like da. Abonniert den Kanal. Ja. Ficke deine Bitze schnell.